Willkommen im Modul 4 Analysieren bei einem weiteren Vortrag zum Thema Forschendes Lernen und Citizen Science. Diesmal geht es um Aufbereiten und Auswerten von Daten. Im Modul 2 Entdecken wurde vom Forschenden Lernen und der Möglichkeit, Citizen Science in Lernprozesse einzubinden, berichtet. Dort ging es auch um das Erheben von Daten mit Hilfe der App iNaturalist, die es uns ermöglicht, Lebewesen auf recht einfache Art und Weise zu bestimmen und die Ergebnisse zu dokumentieren. In diesem Modul knüpfen wir daran an und thematisieren, wie wir die bereits erhobenen Daten aufbereiten, auswerten und in den Lernprozess integrieren können. Bevor es losgeht, möchte ich noch einen kurzen theoretischen Input einbringen, der die Gestaltung von Lerngelegenheiten in Citizen Science Projekten unterstützt. Lernen soll für die Lernenden Sinn machen. Darum geht es auch beim Einbinden von Citizen Science Aktivitäten in den Unterricht oder Lehr-Lern-Situationen. Emily Harris und Heidi Ballard haben in den USA rund 10 Citizen Science Projekte mit Kindern und Jugendlichen analysiert. Sie haben sich die Tätigkeiten angesehen, die die Lernenden im Lauf des Projekts gemacht haben und sie dann 4 übergeordneten Tätigkeiten, die durchaus mit den Bereichen des forschenden Lernens zusammenhängen, zugeordnet. Diese übergeordneten Tätigkeitsbereiche sind Einführungen ins Projekt und die Entwicklung von Expertise, um Daten zu sammeln. Daraufhin folgt das Sammeln von Daten und das Aufbereiten der Daten, damit sie genutzt werden können. Daran knüpft die Datenauswertung, die Reflexion und das Teilen der Erfahrung an. Darüber hinaus sind Aktionen, die Lernende aus den Erfahrungen des Lernprozesses ableiten, von Bedeutung. Ich möchte diese Schritte anhand von Beispielen mit Ihnen durchgehen. Im ersten Schritt wird den SchülerInnen das Projekt vorgestellt und die Zielsetzungen gemeinsam überprüft. Das kann auch gemeinsam mit ExpertInnen geschehen. Wenn es zum Beispiel um eine spezielle gefährdete Art geht, deren Verbreitungsgebiet untersucht werden soll, kann eine Biologin eingeladen werden, von der die SchülerInnen lernen, wie diese Art lebt, woran man sie erkennt und so weiter. Auch findet hier die Einschulung in die Bestimmung statt. Es werden die Apps kennengelernt und der Umgang mit Bestimmungsbüchern geübt. Je nach Zielobjekten lernen SchülerInnen verschiedene Methoden kennen, um zum Beispiel Insekten zu fangen, sie in einer Art und Weise gut zu fotografieren, damit sie auch unbeschadet wieder freigelassen werden können. Sie lernen den gesamten Prozess der Datensammlung und entwickeln Expertise dafür. Das kann natürlich auch über das Lesen von Fachliteratur passieren. In der zweiten Phase beginnt die eigentliche Arbeit im Feld. Zuallererst lernen die SchülerInnen das Untersuchungsgebiet kennen, damit sie sich dort frei bewegen können. Die Datensammelaktivitäten können dann natürlich in kleinen Gruppen organisiert werden. Zwischen den Gruppen, aber auch innerhalb der Gruppen, kann die Arbeit auf verschiedene Rollen aufgeteilt werden. So kann eine Person für die Fotos zuständig sein, während eine andere Notizen zum Umfeld aufnimmt. Diese Zuständigkeiten können selbstverständlich jederzeit wechseln. Es können auch Verantwortlichkeiten vergeben werden. Ein Beispiel dafür wäre, die Qualität der Fotos im Blick zu haben. Insgesamt muss die Datensammlung natürlich koordiniert werden und die Übersicht sollte nicht verloren gehen. Eine bewährte Einteilung dafür ist, die Sammelgruppen beim BioBlitz bestimmten Lebensräumen oder Organismengruppen zuzuteilen. Das heißt, eine Gruppe besammelt nur blühende Pflanzen und fängt so die Blütenbesucher ein, während eine andere Gruppe ausschließlich Pilze fotografiert. So wird gewährleistet, dass in begrenzter Zeit möglichst viele Arten gefunden und gemeldet werden. Weiter geht's mit dem Auswerten der gesammelten Daten. Nach jeder Sammelaktion braucht es Nacharbeit. Dazu gehört es, die Arten nachzubestimmen oder bestimmen zu lassen, sich Auswertungsmöglichkeiten je nach Fragestellung zu überlegen und dafür Grafiken zu erstellen, gefundene Muster zu beschreiben, die eigenen Daten mit anderen Daten zu vergleichen und in Beziehung zu setzen. Aus dieser intensiven Arbeit in und mit den Daten ergeben sich oft automatisch weitere Fragen, denen man in weiteren Projektdurchläufen oder mit Nachfolgegruppen nachgehen kann. Insgesamt gilt es auch, weitere Projekterfahrungen festzuhalten, gemeinsam zurückzublicken, zu besprechen und zu reflektieren.
In der letzten Phase geht es um Teilen der Lernerfahrung. Dabei kann eine andere Klasse über das Projekt informiert werden, die Öffentlichkeit eingeladen werden, zu einer Podiumsdiskussion oder ein Zeitungsartikel geschrieben werden. Auch über Social Media kann der Lernprozess geteilt werden. Das Thema Teilen ist ein ganz besonders wichtiger Lernschritt, um das Gelernte zu reflektieren und zu festigen. Das Modul 5 wird sich ganz diesem Thema widmen. Lehnen Sie sich bitte kurz zurück und gehen Sie folgenden Fragen nach. Haben Sie eine Idee, wie Sie ein Projekt mit iNaturalist in Ihrer Umgebung und Ihrer Zielgruppe planen und umsetzen können? Lassen Sie sich inspirieren und schauen Sie auf iNaturalist auf die Projektseite. Sie sehen, es gibt Projekte, die sich nur um eine Art drehen, wie zum Beispiel links unten das Zählen der Koalabären in einem bestimmten Gebiet. Andere Projekte sind an Lehrveranstaltungen oder Aktivitäten eines Vereins gebunden, wie das University of Florida Biolab. Wieder andere Projekte stellen eine Artengruppe in den Mittelpunkt, wie das Projekt zu den Hautflüglern in New York rechts in der Mitte zeigt. Nun geht es an ein konkretes Datenauswertungsprojekt in iNaturalist. Eine große Stärke dieser Plattform ist der freie Zugang zu allen Daten, was bedeutet, dass jeder Benutzer oder jede Userin Zugriff auf alle in iNaturalist gespeicherten Daten hat und diese auch nutzen kann. Es folgen nun Beispiele, was man auf der Website ansehen kann und auch wie die Daten heruntergeladen werden können. Auf der Website unter der Rubrik Entdecken habe ich die Gruppe der Weichtiere, Mollusken, ausgewählt und gleichzeitig den geografischen Raum auf Graz beschränkt. Nun sehen wir, dass bisher 1237 Beobachtungen von Schnecken, Nacktschnecken, aber auch Muscheln in Graz gemacht wurden. In der Karte von Graz sehe ich die Verteilung dieser Beobachtungen. Rechts außen ist zu sehen, dass 523 BeobachterInnen diese über 2000 Beobachtungen gemacht haben. 229 BestimmerInnen haben die Bestimmungen bestätigt und kommentiert. Die Beobachtungen kann ich mir auch als Raster oder Liste anzeigen lassen. Links oben finde ich die Optionen dazu. Dies ist hier die Ansicht, wo ich die letzten Schneckenmeldungen einsehen kann. Oben in der Leiste habe ich nun die Artenansicht gewählt. Hier kann ich die bisher 65 verschiedenen Muschel- und Schneckenarten einsehen. Sie werden nach der Häufigkeit je Meldung geordnet. Die Weinbergschnecke ist vor der Hain-Schnirkelschnecke die am häufigsten gemeldete Art. Der Tigerschnägel ist die am öftesten gemeldete Nacktschnecke. Hier noch ein Blick auf das untere Ende der Liste. Diese Schnecken wurden in Graz bisher nur jeweils ein einziges Mal gemeldet, sind also selten. Links oben möchte ich auf das pinke Zeichen hinweisen. Das bedeutet, dass diese Art in Graz eingeschleppt wurde. IN steht für Introduced. Diese Funktion kann ich natürlich schon im Vorfeld eines Projektes nutzen, um das Gebiet kennenzulernen, welches ich untersuchen möchte. So kann ich schon vorab erkunden, mit welchen Arten ich rechnen kann oder überprüfen, wo die Arten überhaupt vorkommen. Ich habe hier eine Art der Familie der Schließmundschnecken mit 15 Beobachtungen ausgewählt, um zu zeigen, wie ich mich auf der Suche nach einer bestimmten Art orientieren kann. Hier ist in der Karte an den roten Markierungen zu sehen, dass diese Art hauptsächlich am Grazer Schlossberg gefunden wurde. So lässt sich jedes Exkursionsgebiet vorab gut explorieren. Zurück zu allen Schnecken und Muscheln in Graz. Ich habe hier in diesem Bild den Filter dargestellt, mit dem ich Daten aus iNaturalist herunterladen kann. Wenn ich auf den Filterknopf drücke, dann erscheint dieses Menü, wo ich verschiedene Auswahlen treffen kann. Wenn ich rechts unten auf Herunterladen drücke, geht ein weiteres Menü auf, welches wir uns in der Folgefolie ansehen werden. Auf diesem Screenshot sehen wir, dass es viele weitere Auswahlmöglichkeiten gibt, aus denen ich meinen Export zusammenstellen kann. Das Exportformat ist ein File für Excel, das ich dann dort weiter bearbeiten kann. In einem Screencast zu diesem Modul wird erklärt, wie ich die Daten von iNaturalist runterladen und auf Excel analysieren kann. Zum Abschluss gibt es noch einen Auftrag an Sie. Gehen Sie auf iNaturalist und schalten Sie in den Entdeckermodus. Dort geben Sie in das Suchfenster Gallwespen ein. Diese Wespenfamilie versorgt ihre Larven in Pflanzengallen.
Die Larven leben im Inneren der Gallen, geschützt und mit Futter versorgt. Als geografischen Bezugsraum wählen sie einfach ihr Bundesland oder einen Staat und dann bewundern sie in der Artenansicht die vielfältigen Formen der Gallen.